So, kleiner Cut, ne? Wir sind wieder da. Das ist alles bald vorbei. Könnte noch echt ätzend werden, der Kampf. Feuerklingen sind dafür ganz gut. Komm her, Balbio. Yes, man! Endlich mal ein fairer Kampf. Spin me right round, baby, right round. Ich hab dich doch gehauen! Drück, drück, drück! Junge! Der Kristall! Okay, wir wechseln die Kampfposition. Atreus! Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Da oben. Und mir geht es wunderbar! Hab mich nie so lebendig gefühlt! Aufhören! Lieber! Ja! Ja! Ja!
Ey. Ein bisschen Leben. Alter. Diese Viecher. Jetzt zerreißt ihn, ich dachte, der wirft die vielleicht. Ach stimmt, er brennt. Er gibt Sinn. Die andere Seite ist schon geheilt. Ich dachte, er hat das nicht mehr. Oh. Nee. Ich bring dich um. Ich bring dich um. What the fuck? Atreus! Du bleib weg von meinem Sohn! Ihr müsst das nicht tun! Da! Halte ihn auf! Jetzt wird's intens. Bitte! Es gab schon genug Leid! Sei still, Mutter! Schieß doch! Jawohl! Der Flip! Ach so! Was ist das denn? Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Ast? Warum sterbt ihr nicht? Achso, wir sind im Rage-Modus noch. Yeah!
Alter. Heilungsstein. Der ist praktisch. Weg mit dir! Baldur! Baldur! Weg mit dem! Schläng. Gut gemacht, Junge. Da kommt die Schläng. Und beißt dem Reason den Kopf ab. Oh Gott, jetzt sind wieder alle am Start. Komm schon. Tu es. Halt. Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Der Kopf hängt die ganze Zeit da hinten dran und sagt gar nichts. Du kannst einfach nicht anders. Nicht wahr, Mutter? Ganz gleich, was ich tue oder sage. Du mischst dich einfach immer wieder in mein Leben ein! Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt,
wehre ich mich nicht. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Also nur Angst zu sterben. Selbst welche Götter wir sind, ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Bitte sag mir nicht, dass wir keinen Teil mit Kratos mehr kriegen. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl.
Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jotunheim wartet. Jotunheim wartet. Und wir warten auch. Aber zwischendurch, nee, Skillen können wir noch nicht. Schade. Wie viel Balder denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Gut, dann haben wir das also auch noch gehört. Jetzt beenden wir die Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Baldur ist endlich down. Ja. Für uns gut, für Freya nicht. Na, wir werden sehen, wie das weitergeht. Bis dahin. Ciao.